Hallo zusammen. Meine erste Berührung mit der VR-Welt war nicht auf irgendeinem normalen Spiel, sondern auf Google Earth. Ich war so fasziniert von dieser Google Earth VR-Welt, dass ich da nicht nur die Zeit vergessen habe, sondern einfach unterschiedlichen Ländern sehr viele Sachen gesehen habe, die mich so begeistert haben, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, ich markiere sie mit Sternchen und werde sie tatsächlich besuchen. Jetzt ist wirklich schon 2 Monate vergangen und ich konnte immer noch kein Video drehen davon, weil es einfach nicht möglich war, mit 2,4 GHz die VR-Welt so aufzunehmen, wie ich sie sehe. Und es ist überhaupt nicht gegangen, bis ich die Fritzbox 7590 auf 5 GHz gegangen bin und sie anders positioniert habe mit einem zusätzlichen Repeater. Das hat gut geholfen, aber nicht sehr gut. Auch für die Aufnahme war es nicht optimal. Jetzt habe ich mir dieses Ding geholt und zwar bin ich hier auf 5 GHz und mit dem Wi-Fi 6 unterwegs. Und das, meine Lieben, ist unbeschreiblich. Wir haben die dreifache Geschwindigkeit gegenüber den 2,4 GHz, wo ich am Anfang hatte. Und nun kann ich endlich das Video drehen. In dieser Folge steigen wir nach New York. New York ist eine atemberaubende Stadt. Auch dort habe ich schon mehrere Stunden verloren. Somit bis gleich. So, und jetzt sind wir schon mittendrin im Geschehen. Hier ist die wunderbare blaue Kugel. Auf die einzelnen Kontinente möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Nicht, dass ich einen Fehler mache und sitzen bleibe. Auf jeden Fall könnt ihr schon jetzt schon vorab einfach mal spielen und sehen, wie Licht und Schatten reagieren. Und für alle, da seht ihr auch den Sonnenbereich. Sowas wünsche ich mir irgendwann mal, also mit der kompletten Galaxie, wie sie aufgebaut ist. Das wäre, glaube ich, einfach fürs Verständnis, weil ich meine Tochter aktuell auch erkläre, wie alles positioniert ist. Ja. Und zum Glück ist die Erde doch nicht flach. Aber bleiben wir jetzt mal beim Thema. Ich möchte heute die Reise antreten nach New York. Ihr habt die Möglichkeit, entweder hier auf die Favoritenseite oder ihr wisst ganz genau, wo New York liegt und drückt einfach drauf. Ich versuche die Bewegung nicht so hastisch zu wählen. Was ich ganz am Anfang gemacht habe, ist einfach querbeet die Kugel gedreht und gesagt, okay, ich möchte jetzt mal einfach hierhin. Und da habe ich mich überraschen lassen, wo ich überall war. Ja, Brasilien. Ihr könnt die Kugel natürlich, nachdem ihr dran gezoomt habt, auch so bewegen, quasi mit diesem Trigger da. Und euch natürlich wie Superman rein fliegen, sage ich mal. Es ist einfach unfassbar, mit wie viel Wasser wir bedeckt sind. Das ist Wahnsinn. Okay, jetzt gehe ich mal den schnellen Weg und zwar hier auf diesen Einstellungen. Und hier haben wir schon Manhattan. Ihr könnt eigene natürlich Plätze speichern und kategorisieren nach Cities, Natur und ja, ich habe jetzt die paar Sachen schon besucht und jetzt möchte ich auch wieder zurück nach Manhattan bzw. New York. Das ist jetzt die Optik, die mir am besten gefällt. Natürlich könnt ihr jetzt einmal drehen, dann habt ihr wieder die Welt so, wie sie gerade steht und ihr könnt einmal rauszoomen, um New York so als Ganzes zu betrachten. Wenn man New York als Metropole sieht, hat man, glaube ich, circa 20 Millionen Einwohner. New York selber hat 8,8 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Moment. Laut Wikipedia 8,8 Millionen Einwohner. Natürlich bietet New York so ziemlich vieles. Von der Freiheitsstatue bis den Central Park da oben ist wirklich. Man könnte in New York allein Wochen verbringen in der VR-Welt und vermutlich hätte man nicht alles durch. Aber jetzt gehen wir mal in die normale Ansicht, die mir persönlich gefällt. Einmal draufklicken und jetzt noch einmal reinzoomen. Ich würde vorschlagen, wir fangen hier unten an und kämpfen uns einfach durch die paar Straßen. Ich bin kein Tourguide, war selber auch noch nie in New York, aber ich finde es einfach faszinierend. Und dadurch, dass man ja, sei es finanziell, zeitlich gesehen, nicht die Möglichkeit hat, überall auf der Welt gleichzeitig zu sein oder überhaupt hinzukommen, ist diese Alternative einfach ein Traum. Ihr könnt auch stehen bleiben und quasi ohne euch zu bewegen,
in der Karte einfach 360 Grad einmal hin und her schauen, nach oben, nach unten, wobei nach oben gibt es nicht viel zu sehen. Ihr könnt auch die Sonne quasi so positionieren, genau. Ihr könnt jetzt zum Beispiel mit dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ein bisschen spielen und schaut mal, was passiert. Die Lichter am Gebäude, die Schattierung, es ist, okay, da hinten ist immer noch Schatten, aber es sieht einfach toll aus. Und ich glaube, wenn ihr jetzt Fotograf seid oder Videograf, könnt ihr euch da sogar leicht orientieren an der Bildkomposition, also quasi, wie soll das Bild aussehen, wo wollt ihr euch positionieren, wie wollt ihr das Bild gestalten, gerade da hinten mit den Brücken. Ja, eine nette Sache. Jetzt, warte mal, jetzt will ich das ganze Licht natürlich haben. Schaut mal, hier kommt jetzt der Schatten besser zum Spiel. Jetzt verlieren wir mal keine Zeit und laufen einfach mal durch. Also laufen in Anführungsstrichen. Ich fliege. Ich glaube, mein Rechner hört ihr aktuell nicht, aber ich bin aktuell bei 330 Watt Verbrauch, was sehr ordentlich ist. Also es ist sehr ressourcenfressend und ich möchte nochmal betonen, das funktioniert wirklich nur mit 5 GHz oder noch besser 5 GHz Wi-Fi 6. Bei 2,4 GHz, egal wo ihr hingeschaut habt, ist die Verbindung A abgebrochen. Nicht, die Gebäude waren teilweise nicht vollständig da. Das ist, ja, jetzt haben wir das Problem nicht. Jetzt können wir einmal durch die Straßen fliegen, so auf Superman, Spider-Man-Style. Oder ihr geht natürlich gezielt irgendwo hin. Einfach den linken Controller heben und schon könnt ihr ins Geschehen in die echte Welt einsteigen und in Fotoform alles betrachten. Einfach den Controller hoch, mit dem Stick einmal draufklicken und schon seid ihr quasi vor Ort. Natürlich sehr vieles ist verpixelt wegen Datenschutz. Aber hier seht ihr jetzt tatsächlich, wie es in echt aussieht, wenn ihr jetzt hier stehen würdet und für, ja, allein für die Fotografen, wenn die sich jetzt hier positionieren wollen und diese Optik fotografieren wollen, ist es doch ein Traum. Und ich bleibe dabei, diese Google Earth wird sich definitiv weiterentwickeln und wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann mal wirklich tatsächlich die Echtwelt in Anführungsstrichen, wenn die Rechenpower leiht. Wenn nicht nur die Rechenpower, sondern das Internet soweit ist, in diese Optik durch die Straßen gehen. Natürlich könnt ihr euch jetzt bewegen, frei bewegen, also entweder jetzt da, jetzt, ich kenne jetzt die Straße nicht, aber hier nach rechts, da sieht man schon Happy Hour, 8 Dollar. Auch interessant, diese ganzen Preise und diese Gestaltung von den unterschiedlichen Ländern. Ich war in Japan, ja, da sind die Preise auch recht knackig. Geht man so Richtung Hongkong und da sind die Preise ja auch deutlich attraktiver für den Europäer. Und ich muss sagen, gerade so LA oder so, was du da preislich siehst, boah, ist nicht ohne. Oder Frankreich, 10 Dollar ein Kaffee in Paris. So, jetzt gehen wir hier raus, einfach den linken Controller wieder heben, hier auf X, ich möchte, also Exit Street View. Und dann fliegen wir wieder ein bisschen durch die Gegend, schauen uns mal ein paar Sehenswürdigkeiten an. Also in erster Linie natürlich, wo ist eigentlich die Freiheitsstatue? Wir fliegen jetzt zu der Freiheitsstatue. Die war doch irgendwo hier. Moment, da hinten. Wir fliegen mal zu der Freiheitsstatue. Man kann auch schneller fliegen. Und so sieht das Ganze hier aus. Die kleine Insel hier. Moment. Das ein bisschen nach oben, damit ihr die Optik habt. Ich frage mich echt, was jetzt, sage ich mal, jetzt von dort hierher, was die Fahrt kostet, das Ticket. Das muss doch auch schweineteuer sein. Also auf jeden Fall ist es vermutlich ein Tagesausflug. Ein paar Fakten zu der Freiheitsstatue. Sie wurde 1886 eingeweiht und war ein Geschenk von Frankreich an die Vereinigten Staaten. Die komplette Höhe beinhaltet 92 Meter, also 92 Meter hoch und nur die Figur circa die Hälfte, habe ich mir damals gemerkt. Ich habe jetzt vorher natürlich reingeschaut, 46 Meter ist nur die Figur groß. Gar nicht so groß, ich hatte damals eigentlich deutlich mehr geschätzt, also nur die Figur.
Es ist trotzdem vom Weiten auf jeden Fall sichtbar. Auch hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, direkt einzusteigen, wenn ihr sagt, hey, was ist dieses pixelige Ding? Einfach kurz reingehen und schon seht ihr die quasi von der Betrachtung, von der Höhe von einem Menschen. Also so würdet ihr tatsächlich jetzt hier stehen und nach oben schauen und die Freiheitsstatue auch betrachten. Seltsam, warum sind die anderen verpixelt und sie, diese Damen nicht? Aber gut, die auch nicht. Ah, man kann sich, glaube ich, verpixeln lassen. Ich habe keine Ahnung. So, dann gehen wir mal hier wieder raus. Exit. Wir möchten auch andere Sachen sehen. Ich würde vorschlagen, wir fliegen jetzt zum Central Park. Das ist auch nochmal sehr interessant. Wenn ihr ganz nach oben fliegt, dann seht ihr ihn eigentlich in einem Rechteckform. Ich habe schon gehört, die Immobilien hier drumherum oder außenrum sind unbezahlbar und vermutlich nur für den einen oder anderen Superreichen zu haben. Also hier oben eine Wohnung, ja, ist, glaube ich, nicht für den normalen Menschen. Das sieht ja heftig aus. Also ich kann mir schon gut vorstellen, wenn ich morgens aufstehe, von diesem Blickwinkel hier. Ah, schön. Hab alles richtig gemacht in meinem Leben. Naja, träumen kann man. Unglaublich, wie hoch einfach dieses... Auch in diesem Central Park gibt es einiges zu sehen, so wie ich sehe. Unterschiedliche Seen. Also hier merkt man auch, dass Baseball wirklich ein Sport ist, wo in Amerika einfach die Überhand hat. Natürlich mit American Football und Basketball, aber schon allein das zeigt mir, okay, das Interesse ist groß. Außer ich irre mich, aber ich glaube, das sind schon... Schauen wir mal komplett rein, wieder in Street View. Ja, kann ich mich hier komplett bewegen? Nee, gell? No connected photos. Ja, jetzt gehen wir hier wieder raus. Falls ihr in New York was Spezielles sucht, wie zum Beispiel das Empire State Building, könnt ihr das auch wie folgt eingeben. Einfach wieder auf diese Menüeinstellung, hier diese drei Striche, dann hier unten auf Suchen, Empire State Building, das habe ich soeben gesucht. Natürlich hätte ich mich einfach von Central Park einfach umdrehen sollen, aber ich wollte die Funktion mal testen und hier ist es. Ja, ist eigentlich so ziemlich vielen bekannt. Schauen wir mal, was Wikipedia noch ausspuckt. Okay, 1931 eröffnet. Mit 102 Stockwerken. Sollen wir die einzelnen alle zählen? Superman. Fliegen wir. Also, wow. Ja, von der Optik jetzt hier zu wohnen. Warte mal, was ist die letzte Etage? Vermutlich von irgendeinem Prinzen. Genau, von hier, oder? Ja, der hat eine schöne Aussicht. Fast wie bei mir vom Balkon aus. Jetzt kann man King Kong spielen. Wow. Oh, Entschuldigung. Wow. Okay, hör mal auf mit dem Blödsinn. Gut, was wollte ich noch besuchen? Natürlich liegt es euch frei, komplett selbstständig zu bewegen. Was ich gerne noch gesehen hätte, ist, gehen wir auf Suchen. Ich suche Times Square. Mal schauen, ob ich das jetzt hier finde. Hi, hier, Times Square. Also ohne großartig zu suchen und zu schauen, wo liegt es tatsächlich. Manhattan, New York. Da steigen wir auch direkt ein. Genau. Ja, eigentlich sehr naheliegend, dass es am Central Park ist. Ah, hier ist die Optik. Und das habe ich auch gesucht. Und das ist schon eine der vermutlich am meisten besuchten Straßen. Da gehen wir mal direkt rein.
Von der Optik. Ja. Ich glaube, hier abends kann man nur mit Sonnenbrille reinkommen. Lauter LEDs. Jetzt laufen wir mal hier durch. Auf jeden Fall ein sehenswerter Bereich. Jetzt gehen wir auch wieder raus. Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen mal ein bisschen raus aus der Karte. Und schauen uns mal das Drumherum noch mal an. Ist halt gigantisch, wie dicht bevölkert hier alles ist. Jetzt fliege ich hier mal durch, ohne was zu kommentieren, dass ihr einfach mal seht, wie das so aussieht. Also die haben definitiv hier einen Platzbedarf. Ich frage mich hier, ob überhaupt Einfamilienhäuser hier in der Gegend stehen, aber vermutlich nicht. Oder? Nee. Sind immer solche Blocks. Freibad. Schön. Ah. Oh, ein Fußballplatz. Allein diese Optik von Central Park ist ja. Also die haben wirklich ein komplettes Natur. Zwischen den ganzen dicht bevölkerten Gebieten haben die echt wirklich hier einen ganzen Park hingemacht. Das ist wirklich schön. Klar, brauchen die auch irgendwo. Also New York ist eine sehr schöne Stadt. Für alle, die natürlich auch mit dem Verkehr klarkommen, auch ein problematisches Thema vermutlich. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen weiter weg. Ja, genau, das habe ich jetzt gesucht. Ja, auch eine der schlimmsten Ereignisse in der Geschichte der Vereinigten Staaten mitunter. Aber für die Erinnerung haben die es echt schön gemacht. Also das müsste ja alles Wasser sein, wie so ein quasi Wasserfall. Ja.
Kann man da jetzt kaum auch einsteigen, bestimmt, oder? Oh, das ist aber in einer sehr schlechten Qualität fotografiert worden. Ja, okay, fliegen wir weiter. Schaut mal, Einfamilienhäuser. Das ist auch eine tolle Funktion. Ihr könnt ja diesen Trigger halten und dann quasi die Karte hin und her ziehen, so wie ihr das haben wollt. Das ist der berühmte Hafen, gell? Also New York ist ja auch so ein kleines Wirtschaftswunder, da wird sehr viel umgeschlagen. Logistisch gesehen. Ist das ein Golfplatz? Sieht aus wie eine Elite-Schule nebendran, neben einem Golfplatz. Ich will das Video jetzt auch nicht in die Länge ziehen, einfach so, weil ich hier teilweise ein bisschen ahnungslos stehe, weil ich nicht alles kenne. So, meine Lieben, das war's auch. Ja, für mich ist es beeindruckend, wie groß die Welt ist und wie klein doch wir sind. Ich würde gerne weitere Teile davon machen, falls natürlich Interesse besteht und ihr gerne diese Perspektive sehen wollt. Und ja, ich werde mir definitiv mehr Notizen machen und das nächste Mal einfach eine Tour planen, um euch einfach mitzunehmen, ohne dass ich planlos nichts sage und schwebe. Ich hoffe, der Eindruck war für euch okay und es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.